Und damit herzlich willkommen zurück zu The Rising World. Noch einmal hier eine kleine Aufnahme, wo ich nachspreche. Ich tue das Mikro kurz ein bisschen näher ran. Ja, und es ist ziemlich laut für mich sogar gerade, muss ich gestehen. Ich mache das mal ein bisschen leiser. So. Denn meine Stimme ist ziemlich laut im Hintergrund. Und ja, es ist wieder eine kleine Aufnahme, wo ich nochmal nachsprechen muss, weil halt die Aufnahme kaputt gegangen ist, habe ich ja gesagt. Und ich muss mich entschuldigen, es sind nicht drei, sondern es sind sogar vier Aufnahmen. Die letzte Aufnahme, die ich gemacht habe, die ist 40 Minuten lang. Das werde ich nicht als eine Folge hochladen können. Darum sind es vier Aufnahmen. Und wir legen jetzt erstmal los. Und das ja, ist jetzt schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich machen wollte. Ich glaube, ich wollte hier jetzt einen Balkon anbauen. Ich hatte ja überlegt, dass das hier doch ein bisschen sehr steinern aussieht alles und deswegen überlege ich hier einen Balkon dran zu zimmern, weil man hier auch eine geile Aussicht hat halt und dass man dann vielleicht ein Steingerüst drunter bauen könnte. Meine Stimme ist im Hintergrund doch sehr laut, ich hoffe, das kriege ich nachher noch irgendwie geregelt, dass die nicht allzu stark zu hören ist. Ich wollte mich erstmal bedanken, jetzt habe den ganzen Tag lang habe ich mir gedacht, okay, du musst dir den Namen raussuchen und jetzt habe ich es vergessen, okay, super. Doch, theoretisch kann ich ja einfach mal gucken. Ich wollte mich bedanken bei... Kleinen Moment, ich wollte mich bedanken. Ich mache euch einfach das im Hintergrund auf, ihr seht das so oder so nicht. Ich wollte mich bedanken bei... Das hat man jetzt nicht gehört. Nein. Ich wollte... Scheiße. Ich wollte mich bedanken bei... Wo ist er denn? Neptons, genau, Neptons heißt der. Danke dir, Neptons, dass du dich so im Let's Play beteiligt hast und gesagt hast, hey, hier, Junge, das Musik von dir ist laut und du deine Stimme voll nicht verständlich. Da hattest du natürlich vollkommen recht und ich danke dir vielmals, dass du da mitgemacht hast und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon Danke gesagt habe. Zu dem Zeitpunkt war mir das allerdings schon bewusst, dass in dem Moment, dass in den ersten 5 Folgen die Musik zu laut war. Ich hatte einfach so viel zu tun mit den 5 Let's Plays gleichzeitig, dass mir da leider dieser Fehler unterlaufen ist. Und Rising World ist sowieso momentan so ein bisschen mein Let's Play, wo ich Probleme habe. Erste 5 Folgen, wo die Musik zu laut war, jetzt muss ich die 4 Folgen nachsprechen. Es ist ein bisschen tricky. Ich hätte wahrscheinlich nochmal komplett neu angefangen, wenn ich die Zeit gehabt hätte. Leider habe ich momentan so viele Let's Plays, dass ich nicht die Zeit hatte, nochmal neu anzufangen. Ja, und auch hier wusste ich natürlich noch nicht, dass man nach vorne weg das drehen kann. Werde ich aber, glaube ich, gleich rausfinden. Es ist interessant, das zu sehen, wie ich gefailt habe. Und ja, deswegen quatsche ich einfach nochmal alles nach. Und ich weiß nicht, vielleicht mache ich die nächste Folge auch. Es kann sein, dass ich die nächste Folge vielleicht im Speed-Modus nochmal vorne ablaufen lasse. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich die 40 Minuten nachgesprochen jetzt noch schaffe. Ich gebe mein Bestes, aber es kann durchaus sein, dass ich die nächsten 40 Minuten dann einfach nachspreche. Ja, ansonsten, das Geländer ist jetzt nicht unbedingt das Tollste, es gibt aber leider kein altmodischeres Geländer und da habe ich herausgefunden, okay, man kann es drehen, super. Und jetzt, ja, ist ein bisschen tricky, weil das nicht ganz gerade ist und diese Kombinationsfunktion da irgendwie, die funktioniert auch nicht so gut. Also manchmal kann man es so anheften, manchmal geht es aber auch nicht und deswegen sieht das Geländer alles im All ein bisschen strange aus, da muss noch ein bisschen was gemacht werden, aber wie gesagt, ist Early Alpha, also da ist kein Problem. Da siehst du genau da ging es jetzt, ne? Habe ich aber verpatzt, deswegen habe ich es ja nicht, aber ist ja egal, im Endeffekt sieht es aus, als wenn man es selber gemacht hätte. Genau, da ging es jetzt, hier geht es jetzt wieder nicht. Ist ein bisschen komisch gemacht. Mal schauen. Und ja, mir fehlt jetzt hier genau ein Ding, das werden wir gleich sehen, das ist das letzte und dann fehlt mir noch genau eins. Und dann freue ich mich super darüber. Yay, keins mehr übrig. Man hat es gerade im Hintergrund gehört, es fehlt jetzt natürlich genau eins. So, dann hätten wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. Da kann man dann von hier aus schön ins Tal gucken. Da kommt dann später noch was Lustiges dazu. Das werdet ihr dann aber später sehen. Boah, ich kann spoilern, weil ich selbst schon weiß, was ich gemacht habe. Das ist so wie geil. Ja, die Frauen scheinen euch gefallen zu haben, habe ich gelesen in den in den Kommentaren. Da habe ich mir auch noch was Neues überlegt mit den Bildern. Da kann man dann eventuell... Entweder könnte man so eine Wand machen, wo man Themen aufhängt, die man besprechen kann. So eine Themenbesprechungswand, so dass ich das vor der Aufnahme immer so ein paar Themen einfüge, über die man redet. Oder ich habe auch schon ein paar coole Bilder fürs Let's Play mir runtergeladen aus dem Internet. Die kann man dann da einfügen. Das wird nicht schlecht oder auch nicht gut. Ich weiß es nicht genau. Und hier machen wir dann noch eine Tür rein.
Und dann kann man hier Kreise laufen. Weißt du Bescheid? Und dann ist einfach sehr schön. Ja. Okay. Stein habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Das ist ein bisschen unpraktisch. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt erstmal losgehen und abholzen. Kommt auf jeden Fall sehr authentisch meine Nebenmoderation. Das Problem ist, wenn man das nicht gleich danach macht, dann weiß man meistens überhaupt nicht mehr, was man gesagt hat, so richtig. Und dann muss man uns das immer so ein bisschen abschätzen. Ich weiß, dass wir jetzt auf jeden Fall als nächstes bald einen Keller bauen wollen. Da unten dran noch, den wir dann, da wo wir dann unser ganzes Zeug reinstellen können. Wir haben ja noch eine Menge Dinge zu bauen, wie Schränke und so ein Zeug. Und das kann man dann unten in den Keller reinstellen. Und dann kann man mal schauen, wie wir das da machen. Da bin ich mir noch unschlüssig. Und Steinschuhe müssen wir auf jeden Fall dann auch noch, damit wir da unten dann halt die Foundation, zu viel Stelle Deep geguckt. Das, wie nennt sich das? Mauerwerk, das Fachwerk? Fachwerk ist ja das Haus. Heißt das Mauer? Wie heißt denn das? Der Grundkern. Wie nennt sich das denn? Heißt das Grund? Sockel könnte man auch sagen, aber Sockel ist jetzt, wie nennt man das denn? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Unsere Nahrung ist gerade knapp, sehe ich. Irgendwie habe ich da wahrscheinlich gerade meinen Gehirnausfall. Da stand ich halt einfach so, nicht bewegen. Das habe ich öfters auch privat, also meistens privat, sitze ich einfach vor dem PC so eine halbe Stunde, geht so und dann geht's einfach weiter. Das ist vollkommen normal. Und da sehen wir, was ist das denn? Da ist eine Höhle drin. Das ist ja nicht schlecht. Das kommt jetzt natürlich nicht mehr so geil. Also hier das Feeling in der Höhle. Ich hoffe, es kommt jetzt auch so geil rüber, wenn ich das nachspreche. Wir buddeln uns einfach mal ein bisschen runter. Da kann man das hier eventuell als Stollen nehmen. Und ihr werdet, also das wird jetzt richtig geil. Das kann man auch versprechen. Ja, das würde sein. Da werdet ihr euch freuen. So, da buddeln wir uns mal hier an der Wand runter. Und hoffen, dass das da was wird. Das ist ja hier eine ganz schön steile Angelegenheit. Aber ich denke, wir kommen da runter. Und ich freue mich echt schon, wenn da mal Monster rauskommen oder so, wenn du durch diese Steine hier läufst und da irgendwie Monster kommen. Das wird, glaube ich, richtig, richtig geil. Hoffe ich. Also, ich weiß es nicht. So, irgendwie kommen wir hier hoch. Ne, müssen wir hier nochmal oben abgraben. Sonst wird das nicht. So, jetzt hier vielleicht noch ein bisschen. Genau, der kommt noch weg. Dann kommen wir ja auch easy hoch. Sehr schön. Ja, auch noch wegkommen. Deshalb, wir haben es ja. Ist ja nicht so, dass wir uns setzen müssten. Wir können uns schön gechillt und ruhig ein Gängelchen nach unten graben und uns an den Steinen laben. Ha, ich kann reimen. Ich bin der Reimen-Simon. Ich weiß nicht, warum ich... Ich glaube, früher gab es auf YouTube mal jemanden, der hieß Reimen-Simon. Deswegen sage ich das immer. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Das sind graue Vorgezeiten. So, hier kommen wir super hoch. Das gefällt mir. Aber hier kommen wir noch nicht super runter. Wir müssen uns also noch ein bisschen nach unten graben. Aber das sollte kein Problem sein. Ach so. Und da noch einer. Hoffentlich kommen wir jetzt nicht irgendwie in den Graben, aber ich glaube, es sollte genau reichen. Ja, das haut hin. So, und jetzt krabbeln wir ja erstmal unten alles ab, ein bisschen das Gras weg, damit man ja mehr sieht. Ich finde es cool, wenn wir uns das sicher bald bauen könnten, weil das Gras ist doch ein bisschen nervig manchmal. Da müsste man vielleicht ein bisschen abholzen. Mal schauen, ob das bald geht. Lalalala. Ich freue mich auch schon, wenn die ersten Dinge zum Anbauen kommen. Dass man Melonen vielleicht anbauen kann oder so. Da würde ich mich echt freuen, wenn das bald kommt. Oder, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch intelligent, das Gras abzuholzen, um Setzlinge und sowas zu finden. Also bevor man, sagen wir mal, Bäume fällt oder so, dass man dann im Wald dann einfach das Gras abholzt. Das Gras abholzt vor allen Dingen. Das Gras absenzt, um dann die Setzlinge und sowas zu finden. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Oder gerade bei Äpfelbäumen wäre das eine gute Option. Um die Äpfel dann zu finden. Ich weiß nicht, ob man, wenn die Äpfel liegen, ob man die Äpfel dann zerstört, wenn man das Gras kaputt macht. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass das schon so weit fortgeschritten ist, das Spiel. Und ich würde da gerne mal reingehen. Haben wir denn eine Fackel? Ja, Taschenlampe haben wir. Dann gehen wir mal Taschenlampe da rein. Und schauen mal, was da hier so drin ist. Und man merkt schon, das Höhlenfeeling ist mega geil. Man gehört im Hintergrund so die Geräusche. Und das sieht schon echt... Guck das mal, das ist so geil. Du kannst dich hier so krass verirren in der Höhle.
mal kurz nach hier gehen und schauen, was hier ist, weil es so komisch leuchtet. Außer die Taschenlampe meine ich natürlich. Aber hier gibt es noch weitere Das sieht aus wie so ein Alien-Tunnel irgendwie, dass Aliens sich hier durchgegraben haben. Das erinnert mich voll an den Film Prometheus, wer den kennt. Und wir gehen ja mal hier nach unten und schauen, was hier unten so ist. Alter, wie krass einfach nur. Kriegst richtig Gänsehaut. Das ist schon echt geil gelöst. Gemacht, also feiere ich ein bisschen. Und hier auch die Stalaktitengeräusche. Und dann könnte man jetzt eigentlich mal hier ein Feuerchen bauen. Also, dann wäre es nicht so dunkel. Es wäre natürlich eine gute Idee. Und ins Crafting müssen wir rein. Und dann schauen wir mal, Feuerstelle braucht. Haben wir alles beisammen. Na super, dann machen wir uns gleich eine. So, brauchen auch nicht so viel. Also von daher, Stein und Baumstücke. So, da haben wir gleich eine gemacht. Und die setzen wir einfach mal hierher. Gut Glück. Flupp. So. Seht mal, wie geil das aussieht, wenn du hier in der Atmosphäre anfängst zu graben. Alter, und dann sind hier vielleicht noch Monster. Und dann hörst du nur so im Hintergrund, wie es auf einmal so geht, so... Oder irgend so ein Geräusch. So, man könnte hier voll gut so Werwölfe oder Spinnen oder sowas reinsetzen. So richtig eklige Viecher. Mit der Grafik, die hier herrscht, wäre das mega geil, glaube ich. Wenn hier so... Irgendwie so irgendwelche... schaurigen Viecher halt. Auf der Oberfläche ist alles cool. Da ist soweit nichts. Auch nachts, sagen wir mal, könnten vielleicht oben vielleicht ein paar Viecher rumlaufen, aber nicht so krass. Aber hier habe ich gerade Musik angemacht wieder. Aber wenn du dann halt an da in die Tunnel reingehst, dann geht wirklich so das wahre Grauen los und es ist wirklich mega schwer an Rohstoffe zu kommen. Das wäre geil. Das würde ich echt feiern. Wenn das passiert, wenn es da so wäre. Ich glaube es zwar nicht, weil, ich meine, der guckt diesen kleinen Bimbo hier, diesen Kanal, der könnte sich da irgendwie für die Kommentare begeistern. Von daher wird es bestimmt nie passieren. Wir sammeln mal ein bisschen Stein, das ist Erde. Ich weiß immer noch nicht, was man mit Erde machen soll. Vielleicht wird da später dann sowas wie Lehm oder sowas hinzugefügt, ich weiß es nicht. Aber es wäre voll geil, wenn du hier unten einfach mega aufpassen musst, dann das Graben erschwert wird. Und du dann hier unten also kämpfen musst gegen irgendwelche Viecher oder vielleicht auch sogar Höhlenmenschen. Das wäre auch geil. Nicht wirklich so Monster, sondern Höhlenmenschen. Obwohl ich so ein Fantasy-Mittelalter-Spiel mehr feiern würde als so ein modernes. Das scheint sich ja doch ein bisschen in die Moderne zu entwickeln, das Spiel. Ich würde es als Fantasy mega feiern. Das wäre so geil. Und ich hoffe gerade sehr, dass die Musik nicht zu laut ist, aber ansonsten würde ich einfach runterpitchen. Das ist ja auch kein Problem. Und das passt auch voll zur Höhle so. La 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 la. Ich bin in einer Höhle. Damals im Fliegefeuer. Das wollte ich mal ausprobieren. Und hier könnte man dann einfach sich eine Art Graben bauen. Und ja, das wird nicht die einzige Mine sein, die wir ausheben. Wir werden noch mehrere Minen ausheben. Eine Tagesmine, so eine Mine. Da wird es verschiedene Arten geben. Aber wir müssen sowieso bis zum nächsten Patch warten, bis irgendwie was findbar ist außer Stein. Von daher ist es vollkommen egal. Jetzt bauen wir Stein ab, da, da, da. Hier in der Höhle. La, la, la. Hey, wir haben Stein im Inventar, ja, super. Ich sing hier nur Scheiße auf mein. Eine Art und Weise. Die soll man ja irgendwie in die Wand heften können, aber leider geht das nicht. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Es wäre toll. Doch leider geht es nicht. Ja, dann nehmen wir halt wieder die Taschenlampe. Und lass mal die Fackel einfach drin. Das ist ja natürlich auch eine Option. Rüstung, ja natürlich. Warum wollte ich die Fackel auf Rüstung? La 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 la. Da habe ich in Einstellung kurz geguckt, ob es bei der Steuerung vielleicht steht, aber da steht es auch nicht drin, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich wurde sogar schon, die ersten Kommentare kamen sogar schon rein zur Frage, ob ich denn dir helfen könnte bei Spieleproblemen. Es wurde schon angeschrieben, ja, hier, ich habe ein Problem mit dem und dem und dann, ja, warum nicht? Wenn ich weiß, bin jetzt zwar kein Profi im Spiel, aber wenn jemand was wissen möchte. Kompass, Chat, yay! Jetzt droppe ich diese Fackel. Sie wackelt wie ein Wackeldackel. Naja,
Okay, dann gehen wir mal wieder hier raus. Ich will sich die Höhlenstimmung kaputt machen. Das hast du schon gemacht, du Komiker. Alter, das wäre auch geil, wenn es hier drin kalt wäre. Und dann so Nebelschwaden hier drin wären. Guck mal, wie geil das mit... What the fuck, was war das denn? Ich weiß natürlich, dass es... in dem Moment... das Geräusch, ne? Mega strange. Ich glaube, wir gehen mal lieber nach oben. Das... Wow! What the fuck? Alter, nach oben, schnell! Nach oben! Ah, lass mich auch! Raus, 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 raus! Komm, 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 geh, geh, geh! Oh, Alter, was ist das denn? Ich weiß natürlich, dass es nicht... dass es vom Essen kommt. Also, jetzt weiß ich das. In dem Moment der Aufnahme war mir das ein bisschen unklar. Da habe ich gedacht, Alter, was ist das denn? What the fuck? Stellt euch mal vor, das wäre eins der Viecher. Das würde sich so ankündigen, so... Das wäre mega geil. Ich habe mich da so verjagt in der Höhle, als das gekommen ist. Aber im Endeffekt habe ich festgestellt, es ist nur unser Hunger gewesen, der uns da ein kleines Streichchen gespielt hat. Aber es wäre geil, wenn sie so die Viecher ankündigen würden. Da war ich echt schon... Wow. Das mit der Greifoptik muss auch noch optimiert werden, auf jeden Fall. Ich hoffe sehr, dass schnell Updates rauskommen. Weil wenn ich das nächste Mal spiele, wäre es cool, wenn ich da schon ein Update draußen ist, weil ganz ehrlich, gerade bei so Early Alpha sollten die Updates schnell kommen, weil sonst wird es ganz schnell langweilig. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, 20, 30 Folgen spielen und es kommt immer noch kein Update, dann könnte es ganz schnell ziemlich langweilig werden und das hoffe ich nicht. Ich hoffe, die Entwickler denken damit und merken, okay, gut, jetzt müssen wir langsam mal eins rausbringen, sonst wird das hier nichts. Und natürlich auch eins, das was bringt. So, nehmen wir mal Melone mit hier. Ein paar Blümchen, die man übrigens überhaupt nicht einpflanzen oder sonst was machen kann damit. Das habe ich schon rausgefunden, aber ich glaube, da rede ich dann später nochmal drüber. Das werdet ihr dann sehen. Ja, dann habe ich wieder mein... muss ich kurz nachdenken. So. Wo ist jetzt mein Hütchen gewesen? Das ist eine Melone, die nehmen wir mal kurz mit. Melone. Huch, da. Wo ist meine Hütte? Das ist ein Schaf. Hütte. Wo ist die denn? Ah, ich muss bloß finden, wenn wir nach oben laufen. Oh, das ist Melonen. Oh, Melonen. Wir haben zwei Melonen. Und ich wollte mal austesten, wenn man jetzt die beiden aufpflückt, kriegt man nur eine. Also, wer denkt, dass man da zwei kriegt? Nein, man bekommt nur eine Melone, wenn man zwei pflückt. Ist komisch, aber ist so. Und hier müsste eigentlich unser Haus irgendwo sein. Wenn ich mich nicht täusche... ja, hier erstmal aufs Gemüse einschlagen. So ist er halt. Und dann... genau, da. Super. Nehmen wir den Baum hier noch mit. Das ist nicht schlecht. Wir brauchen sowieso ein bisschen Nahrung und so ein Zeug. Deswegen würde ich sagen, Klopsel, Klopsel, Klopsel. Vielleicht, ich glaube, ich werde die 40 Minuten... das kündige ich, genau, das kündige ich jetzt mal an. Da ist die Musik wieder aus und angegangen. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, ich werde die 40 Minuten als Speed-Folge hier hinten dranhängen, die Folge 7. Und dann fange ich morgen mit der ordentlichen Aufnahme an. Dann habt ihr nicht so viele nachgesprochene Aufnahmen und dann geht es morgen normal weiter. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Also, nach den, ich denke mal, es werden jetzt ungefähr 20 Minuten oder so, kommen dann nochmal 40 Minuten, die ich als Speed-Folge hinten dranhänge. Mit ein bisschen Musik. Wer also Lust hat, das anzuschauen, der kann das gerne machen. Und dann wird die Folge ganz schön groß, gell? Wenn ich die 40 Minuten... oder ich mache die 40 Minuten als kleine Folge, ich weiß noch nicht genau. Also ihr werdet es ja sehen, entweder die Folge hier wird mindestens 30 Minuten lang sein oder die Speed-Folge kommt dann morgen. Aber ich glaube, die 40 Minuten quatsche ich nicht nochmal nach. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Zu viel der Ute. Was? So, auf nach Hause zurück. Mal gucken, ob wir genug gesammelt haben. Können wir gleich mal hier an die Bench gehen. Ich kenne mich doch. Wir müssen mal gucken, dass wir solche Steine vielleicht auch mal verballern können oder so dann. So. Was habe ich jetzt vor? Noch mehr Holz sammeln oder wie? Wir haben zu wenig Holz gehabt. Okay, ich habe anscheinend vorgehabt, noch mehr Holz sammeln. Dann sammeln wir halt noch mehr Holz. Das ist auch vollkommen schön. Und dann geht es hier einfach freudig weiter. Fall um, Baum. Na los, fall um. Ich werde auch dann bald wieder mit der normalen Axt schlagen in der nächsten Aufnahme.
weil es kommt dann doch ein bisschen cooler, wenn man mit der normalen Axt schlägt. Das ist zwar lustig, mit so einer Kampfaxt gleich zuzuschlagen, aber ich möchte es ein bisschen realistisch halten, wenn das Spiel schon an Realismus momentan noch ein bisschen mangelt bei sowas. Deswegen möchte ich selber gerne realistisch halten und deswegen lassen wir es einfach so. Und wie gesagt, ich fände es mega geil, wenn es ein bisschen sich vom Stranded Deep abgeguckt werden würde und nicht der ganze Baum zerfällt, sondern dass man den Baum mitschleifen kann und sowas und dass man den Baum in eine Seite tragen kann. Ach stimmt, die habe ich ausprobiert, ob man das aufsammeln kann. Ging aber nicht, leider. Leider ging das nicht. So. Ich glaube, ich habe es nochmal probiert jetzt hier an der Stelle. Oder ich habe da nochmal, glaube ich, einen rausgeworfen nochmal. Vier. Wegtroppen. Zwei. Ja, geht leider nicht. Ich dachte, man kann es damit aufheben. Leider geht das nicht. Schade eigentlich. Wäre eine coole Option gewesen. Vielleicht fügen sie das auch noch ein. Ich fände es mega cool, wenn die im nächsten Update solche Dinge mit einarbeiten. Und wie gesagt, wenn es ein bisschen schneller kommen würde, das wäre auch nicht schlecht. Weil gerade am Anfang sollte man sich halt sputen, weil sonst verlieren die Leute das Interesse an dem Spiel. Was nicht heißen soll, dass ich das Interesse an dem Spiel verlieren werde, aber es gibt sicher Leute, die verlieren dann schnell das Interesse an solchen Spielen, wenn dann nicht sofort Updates kommen, was ja auch vollkommen berechtigt ist. So, kloppen wir mal den Baum hier noch um und dann hab und flupp, da fällt er auch schon um. Und ich bin der Meinung, wenn das Spiel hier ordentlich loslegt, dann wird es bald mit Minecraft mithalten können. Also es wird wirklich mithalten können. Na komm, geh kaputt. Geh kaputt, Junge! Ich hab gesagt, geh kaputt. Und zum Beispiel The Forest macht es ja vor, man kann, wenn man sich anstrengt, wenn man sich Mühe gibt, kann man mit Minecraft locker mithalten. Und The Forest, ganz ehrlich, Alter, das wird besser als Minecraft, wenn das fertig ist. Und...